Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde, ich grüße Sie alle ganz herzlich und freue mich, dass wir heute endlich Konfirmation feiern können. Ein besonderes Konfi-Jahr liegt hinter uns allen. So manches war anders, als wir es uns erdacht und gewünscht haben. Und doch dürfen wir heute feiern. Im Laufe dieses Sonntages werden 14 junge Menschen Ja sagen zu dem Versprechen Gottes, das ihnen in der Taufe geschenkt wurde. Sie sagen Ja zu Gottes Zusage und zu Gottes Geschenk, der Leben schenkt, der Leben bewahrt und der Leben vollendet und der sich den Menschen mit seiner Liebe zuwendet. An ihn dürfen wir uns wenden mit allem, was uns bewegt, und vor ihn dürfen wir bringen, was uns von ihm trennt. Gemeinsam beten wir den Psalm, den Sie im Liedblatt abgedruckt finden, auf der ersten Seite. Ich bitte diejenigen, die auf der Seite der Osterkerze auf dieser Seite sitzen, alle hier drüben mit mir die kursiv gedruckten Teile zu lesen. Die, die auf der anderen Seite sitzen bei unserer Band und dem Klavier, die fett gedruckten und eingerückten Verse. Lasst uns beten. Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Mein Glück finde ich in dir. Was ich brauche, du teilst es mir zu. Ich danke Gott, der mir meinen Weg zeigt. Auch nachts erinnere ich mich an seine Worte. Ich weiß mich geschützt und geborgen. Darüber freue ich mich und bin dankbar. Wir beten weiter. Herr, unser Gott, du kennst uns von Ewigkeit her. Ehe die Welt geschaffen wurde, hattest du jeden von uns im Blick. Du kennst unsere Gedanken und unsere Träume, unsere Ängste und unsere Sehnsüchte, unseren Glauben und unseren Zweifel. Du kennst unsere Wege, wohin sie auch führen mögen. Jeder einzelne von uns ist kostbar in deinen Augen. Und so bleiben wir in dir alle Zeit. Du kennst uns und auf dich dürfen wir vertrauen, heute und in Ewigkeit. Amen. Singen wir gemeinsam das erste Lied. Mit Maske dürfen wir wieder singen, darüber sind wir sehr froh. Wir behalten die Maske aber während des gesamten Gottesdienstes auf. Herr, ich komme zu dir, auf der zweiten Seite des Liedes. Thank you.
Einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Herr, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Halleluja. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Paten, liebe Familienangehörige und Freunde, liebe Gemeinde. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Dieser Vers aus dem Lesungstext, den wir eben gehört haben, der bleibt im Ohr hängen. Geht hin und macht euch auf den Weg. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Jesus sendet seine Jünger und er sendet uns. Auch wir machen uns auf den Weg, auf unseren Lebensweg, wie die Jünger. Jeden Tag begehen wir diesen Weg. Manchmal fällt uns das Gehen leicht, manchmal eher schwer. Mal scheint ein unüberwindbares Hindernis den Weg zu versperren. Ein anderes Mal löst sich ein Hindernis plötzlich in Luft auf, kurz bevor wir es erreichen. Es ist ein Weg, den wir nicht alleine gehen, den auch ihr, liebe Konfis, nicht alleine geht. Auf diesem Weg begleiten und begegnen euch viele Menschen.
Da sind Menschen, die euch besonders zu Beginn eures Lebens über jede Unebenheit hinweggeholfen haben, die euch beigebracht haben, auf diesem Weg voranzugehen, die euch begleiten bei den ersten unsicheren und dann immer sicherer werdenden Schritten auf dem Lebensweg. Bald mussten sie euch nur noch Hilfestellungen geben beim Überwinden größerer Hindernisse. Und in nicht allzu ferner Zukunft werden sie euch mehr Berater sein und euch beibringen, Hindernisse und Umwege selbst einzuschätzen und alleine über einen Felsen zu steigen oder eine Felsspalte zu übergehen. Manche Menschen begleiten euch schon euer ganzes Leben. Andere gehen ein Stück neben euch her oder gemeinsam mit euch. Manche Wege trennen sich oder begegnen sich neu. Aber einer geht immer mit. Man sieht ihn nicht immer, oft nimmt man seine Anwesenheit kaum wahr. Doch es wird auch in eurem Leben Zeiten geben, in denen ihr ihn spüren werdet. Da bin ich mir ganz sicher. Er führt eure Hand, wenn ihr eine Felswand besteigt, oder euren Fuß, wenn ihr auf unebenen Wegen unterwegs seid. Vielleicht spürt ihr ihn aber auch gerade dann, wenn der Weg sich besonders schön und breit darstellt und wenn ihr das Weitergehen so richtig genießen könnt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen, so steht es in Psalm 37. Und im 55. Kapitel des Jesaja-Buches lesen wir: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Nicht immer führt Gott uns die Wege entlang, die wir erwarten oder die wir uns wünschen. Aber Gott spricht uns zu, auch in vielen Bibelversen, uns zu begleiten. Er verspricht uns einen festen Tritt und dass er für den rechten Weg sorgen wird. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, so betet es der 31. Psalm. Und so wünsche ich auch euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass Gott euren Füßen weiten Raum schenkt, dass er euch Wege eröffnet, die ihr gehen könnt, dass er euch begleitet über alle Hindernisse und auch so manchen Umweg oder so manche Umleitung entlang. Er begleitet euch und lässt euch nicht allein. Ich wünsche euch, dass ihr seine Gegenwart oder seine Spuren auf eurem Weg hin und wieder entdecken könnt und dass ihr euch seinen Mut schenken lassen könnt, wenn euer eigener Mut zu klein scheint für die Aufgaben, die euch begegnen. Ich wünsche euch allen alles Gute und Gottes Segen auf allen euren Wegen. Amen. Singen wir gemeinsam: Ich sage Ja. Eine Zusage von Gott an uns und von uns an Gott.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, in der Konfirmandenzeit habt ihr erfahren, was der christliche Glaube für unser Leben bedeutet. Was alle Christen gemeinsam glauben und hoffen, wird bei jeder Taufe mit den Worten des Glaubensbekenntnisses der Kirche ausgesprochen. Darum erinnert uns das Bekenntnis an unsere eigene Taufe, in der uns Gott fest mit sich verbunden hat, um uns Anteil zu geben am wahren Leben. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben. Ich bitte Sie, sofern es Ihnen möglich ist, dazu aufzustehen. Wer mag, darf auch im Liedblatt mitlesen. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Konfis, ihr habt mit uns den Glauben bekannt und nun frage ich euch, wollt ihr in diesem Glauben bleiben und wachsen, so antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Wir beten für euch. Gütiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir, dass du uns in der Taufe als deine Kinder angenommen hast. Erfülle unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden mit deinem Geist, dass sie im Glauben wachsen und in deiner Liebe bleiben. Hilf ihnen in den Entscheidungen ihres Lebens und zeige ihnen den Weg, der zum Ziel führt. Lass sie in der Gemeinschaft mit dir Freude finden, jetzt und in Ewigkeit. Gemeinsam beten wir weiter, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, was wir für euch gemeinsam erbeten haben, soll euch nun persönlich zugesprochen werden. Dafür werdet ihr gleich in der Reihenfolge, wie sie auf dem Liedblatt abgedruckt ist, immer zu zweit nach vorne kommen. Begleiten werden euch dabei Menschen, die euch auch im Leben Begleiter sind. Sie treten neben euch und legen euch die Hand auf die Schulter. Sie lassen euch den Segen spüren, auch wenn wir beim Segen Abstand halten. Kommt und empfangt den Segen. Die Begleiter dürfen gerne schon mit nach vorne kommen und sich legen. Tschüss.
der Sache, wie sich der Himmel über die Erde bewegt. Und so umgibt Gottes Liebe alle, die Gott vertrauen. Psalm 103, Vers 11. Sophia Lara Machauer. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Matthäus 5, Verse 13a und 14. Knie nieder und lass dich segnen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten und bewahre euch zum ewigen Leben. Der Herr sei mit euch. Amen. Kommt und empfangt den Segen. Max Tritschler. Alle, die mich lieben, die liebe ich auch. Und wer mich sucht, wird mich finden. Sprüche 8, Vers 17. Niklas Marcel Marquardt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, Vers 21. Kniet nieder und lasst euch segnen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen. Er gebe euch Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. Der Herr sei mit euch. Amen. Liebe Konfirmierte, mit eurer Konfirmation seid ihr nun vollwertige Mitglieder unserer Kirchengemeinde. Einen Gruß vom Kirchengemeinderat findet ihr bei eurer Konfirmationsurkunde. Auch einen Gruß von unserem Diakon Lars Müller, den ich euch ausrichte, der heute in Kürnbach ist und darum nicht hier bei uns sein kann, darf ich euch ausrichten und findet ihr auch bei der Urkunde. Außerdem findet ihr ein kleines Geschenk eurer Kirchengemeinde. Ein kleines Kreuz soll euch als sichtbares Zeichen immer wieder an diesen Tag erinnern. Ein Kreuz, das ihr euch umhängen könnt, wenn ihr mögt. Es soll euch daran erinnern, dass ihr zu einer großen Gemeinschaft gehört, die miteinander unterwegs ist. Auf diesem Weg, auf dem wir gemeinsam unterwegs sind, sind wir begleitet von Gott. Auch daran möge das Kreuz euch erinnern. Liebe Gemeinde, diese jungen Menschen brauchen andere Christen, die ihre Erfahrungen mit dem Glauben weitergeben und die ihnen helfen, im Leben als Christen zu bestehen. Deshalb bitte ich euch, steht ihnen bei. Lasst sie nicht allein. Betet für sie, tragt dazu bei, dass sie in der Gemeinde Jesu Christi bleiben und glauben können. Begleitet sie und seid offen, wenn sie sich im Leben unserer Gemeinde einbringen. Dazu gebe euch Gott seinen Heiligen Geist. Amen. Singen wir gemeinsam das nächste Lied.
In Christus ist mein ganzer Halt. Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer lieb wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir, mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich und gehe mit ihnen auf ihren Wegen. Herr, wir bitten dich, stärke du unter uns und in uns Glaube, Liebe und Hoffnung. Sei du bei uns, wenn wir uns auf den Weg machen, anderen Menschen zu helfen und nicht an ihrer Not vorbeizugehen. Begleite du uns und unsere Familien, wenn wir zu neuen Wegen aufbrechen und eigene Entscheidungen treffen. Schenke du uns mutige und feste Schritte und den Menschen, die uns begleiten, Geduld und Vertrauen in unser Gehen. Herr, vor dir denken wir an junge Menschen in aller Welt, die ängstlich und voller Sorge nach einer Zukunft suchen. Schenke du auch ihnen Mut und Hoffnung, und sende du Menschen, die sie auf ihrem Weg unterstützen oder die ihnen neue Wege eröffnen können.
Herr, wir dürfen deine Liebe spüren und immer wieder neu empfangen. Begleite du uns auf unseren Wegen, wenn wir diese Liebe weitergeben und uns von ihr durchdringen lassen. Amen. Einige kurze Dinge möchte ich Ihnen noch bekannt geben. Heute ist unsere Kollekte, die Sie beim Rausgehen in das hölzerne Kästchen im Vorraum einlegen können, bestimmt für die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Region, die unser Diakon Lars Müller federführend tut. Auf unserem Liedblatt ist uns ein Fehler unterlaufen, da steht ein falscher Name. Der Diakon heißt Lars Müller, der auch euer Ansprechpartner ist für die Jugendarbeit bei uns in der Region. Das Opfer, das Sie in die metallenen Kästen an der letzten Bankreihe einlegen können, ist für unsere eigene Kirchengemeinde und unsere Arbeit in unserer Gemeinde bestimmt. Bitte achten Sie nach dem Auszug der Konfis, der Konfirmierten, aufeinander und auf die Abstände, wenn Sie selbst die Kirche verlassen. Der Vers über dem heutigen Sonntag und der über dem kommenden Sonntag und über der kommenden Woche steht, ist ein Zuspruch, der auch euch Konfirmierte begleiten soll. Ich bitte Sie alle aufzustehen. Er steht im Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so geht hin in diesen Tag und auf alle Wege eures Lebens unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Nehmen Sie gerne noch einmal Platz. Der Posaunenchor wird uns gleich nach draußen rufen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden ziehen voraus. Thank you.